Das ging ganz schön flott. 10 Monate nach dem Mate 8 stellt Huawei schon dessen Nachfolger, das Mate 9, vor. Und Huawei-typisch besteht das Gehäuse aus Aluminium. Die Buttons befinden sich am gewohnten Platz und der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Auf der Unterseite finden wir einen USB-Typ-C-Anschluss. Diese Entwicklung ist logisch, schließlich setzen mittlerweile die meisten Hersteller auf den Anschluss. Das Mate 9 ist etwas kleiner als sein Vorgänger. Das Display misst nun nicht mehr 6, sondern 5,9 Zoll. Durch die dünnen Ränder wirkt es sogar noch kompakter. Die Größe reicht immer noch super, um im Zug Serien zu gucken und Artikel zu lesen. Es liegt sehr gut in der Hand. Ankreiden muss man Huawei, dass die Displayauflösung des Mate 9 immer noch nur bei Full HD liegt. Bei Mate 8 fanden wir das noch nicht so schlimm. Jetzt hat sich unsere Meinung aber geändert, denn zum einen verspricht Huawei hier Support für Virtual Reality in Form von Daydream, dafür braucht man eigentlich ein bisschen mehr Pixel. Zum anderen ist das Mate 9 auch 100 Euro teurer als das Mate 8 und in dieser Preisklasse darf man dann schon mehr erwarten. Bei Mate 9 kommt eine überarbeitete Dual Camera zum Einsatz. Bei deren Entwicklung haben die Chinesen erneut mit dem deutschen Kamerahersteller Leica zusammengearbeitet. Sie bietet wieder einen Schwarz-Weiß- und einen RGB-Sensor. Der Schwarz-Weiß-Sensor löst mit 20 Megapixeln auf, beim Farbsensor bleibt es bei 12 Megapixeln. Die Ergebnisse der überarbeiteten Kamera können sich bei Tageslicht durchaus sehen lassen. Sie überzeugen durch lebendige und natürliche Farben und einen hohen Schärfegrad. Besonders bei Sonnenlicht sehen die Fotos klasse aus. Aber auch im Dunkeln liefert das Mate 9 ordentliche Bilder. Nur bei der Detailgenauigkeit haben die Top-Kameras aus dem Galaxy S7 und dem Google Pixel XL noch die Nase vorn. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch nur den monochromen Sensor benutzen, um ein extrem kontrastreiches Schwarz-Weiß-Foto zu schießen. Der wahre Zauber entfaltet sich aber erst, wenn ihr die Funktion große Blende aktiviert. Dann versieht die Kamera Fotos mit einem Tiefe-Schärfen-Effekt. Je nachdem, welche Einstellung ihr trefft, sieht der Hintergrund verschwommen oder scharf aus. Damit eignet sich der Modus nicht nur dazu, Objekte besser hervorzuheben, sondern auch für Porträts. Hin und wieder gibt es aber kleine Probleme bei der Objekterkennung. Im Test kam das nur selten vor. Von den zwei Sensoren profitiert auch der Zoom, denn das Mate 9 kann einen zweifach optischen Zoom zumindest simulieren. Hybrid-Zoom nennt Huawei das. Und tatsächlich könnt ihr entfernte Objekte damit heranholen und ablichten, ohne große Qualitätseinbußen in Kauf nehmen zu müssen. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixeln auf, schafft Full-HD-Videos und bietet einen optischen Bildstabilisator. Videos könnt ihr mit dem Mate 9 in 4K aufnehmen. Der Kirin 960 liefert einen ordentlichen Leistungssprung. Der Chip ist schneller als sein Vorgänger, kommt aber im AnTuTu-Benchmark nicht ganz an die Spitzenreiter von Samsung, Google und Apple heran. Im Geekbench 4 überflügelt er, mit Ausnahme vom iPhone 7, aber sowohl im Single- als auch im Multiscore die Konkurrenz. Die Ausstattung komplementieren 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Speicher, von denen ab Werk allerdings nur noch 50 GB zur Verfügung stehen. Wer mehr braucht, kann mit einer MicroSD-Karte 128 GB nachrüsten, muss aber dafür den zweiten SIM-Kartenplatz opfern. Damit dem Mate 9 nicht der Strom ausgeht, verbaut Huawei erneut einen Akku mit 4000 mAh. Das reicht locker, um auch am nächsten Tag noch ungefähr zur Arbeit zu kommen und dort könnt ihr das Gerät dank Supercharge-Technik dann recht schnell wieder volltanken. Die Voraussetzung dafür ist, dass ihr den richtigen Stecker dabei habt, denn wie beim OnePlus 3 liegt die Technik nicht im Akku, sondern im Netzteil. Bei der Software kommt das neueste Android, Android 7.0, zum Einsatz. Unsere Lieblingsfunktion ist, tippt ihr schnell zweimal auf den Button für die App-Übersicht, wechselt Android aus der aktuell offenen in die zuletzt geöffnete App. Wiederholt ihr den Vorgang, springt ihr zurück, ideal um schnell etwas nachzuschlagen. Huawei legt seine eMotion UI-Oberfläche über das System, hier in der Version 5.0. Die meisten Menüs sind in weiß gehalten und wirken aufgeräumter. Das gefällt uns gut. Das Fazit: Es reicht nicht ganz für die Spitze. Das Gehäuse ist nicht wasserdicht und bei der Displayauflösung darf man auch mehr Pixel erwarten. Wer die Kamera nicht braucht, bekommt im OnePlus 3 eine günstige und leistungsstarke Alternative. Wer nicht ohne die Kamera kann, der greift zum günstigeren Huawei P9 oder dem Honor 8.